mit ein paar Bomben X-Wings abgenommen? Nee, nee. Teilzerzeptor? Ich glaube, wenn ich mit den Bomben treffe, die Bomben ziehen, zählt das halt auch in den Schuss. Ich habe auch ein paar zu viel mit zwei Geschützen und eigentlich reicht ein Treffer, weil ich bin mir wahrscheinlich sicher, ob ich ihn jetzt richtig treffe. Zwei Treffer. Manchmal. Also wenn du auf dem Boden, also ich habe den Speedrun gesehen, da hat jeden einzelnen Turm einen Treffer. Ja, ich meine ja, guck mal, wenn du auf dem Boden triffst, musst du zwei schießen. Wenn du auf den Tower genau triffst, musst du einen schießen. Also. Diese Mission ist sehr kurz, aber dafür nicht gerade leicht. Und später, wenn wir da so gewisse Schiffe freigeschaltet haben, ist diese Mission so ein Leckerbissen, weil ich habe es mit dem Kumpel wirklich geschafft. Wir haben quasi die Platin-Medaille in dieser Mission. Ja, aber auch nur wegen ja, das, was später kommt. Die Taktik ist einfach so geil. Ja. Muss ich dir zeigen. Ich möchte halt gerne mit X. Und ich nehme mein. Oder warte mal, kann ich den da nehmen? Nein. Schade. Moment! Nein, geh mal zu meinem Schiff, geh mal zu meinem Schiff! Du musst noch was machen. Achso. Der von Admiral Akbar persönlich entworfene B-Wing ist einer der am schwersten bewaffneten Jäger der Rebellion. Der Jagdbomber ist mit einer Vielzahl an Waffensystemen bestückt, darunter Ionenkanonen, Protonen-Torpedowerfer und Laserkanonen. Eine einzigartige gyroskopisch stabilisierte Kommandokapsel sorgt dafür, dass sich die Lage des Piloten nicht ändert, ungeachtet der Manöver, die das Schiff fliegt. Das war sowieso egal. Fun Fact: Wenn das untere Ding abgeschossen wird, zählt die Kapsel als Rettungskapsel. Richtig. Das ist cool. Das heißt, man muss bei dem B-Wing wirklich auf die Kapsel zielen. Ansonsten rettest du eigentlich sogar noch damit den. Oder er kann sich retten. Er kann sich. Aber es geht ja eigentlich im Krieg eh nur darum, die Schiffe kampfunfähig zu machen. Ja, das ist er ja in dem Fall. Mhm. Aber beim X-Wing zum Beispiel. Beim X-Wing zum Beispiel funktioniert das nicht. Wir sollten uns angewöhnen, weniger reinzureden, sonst muss ich das alles rauscutten hinterher. Ja. Klappe. Ein imperialer Kreuzer. Er hat die Razor gekapert. Wir dürfen die Daten nicht verlieren. Greift die Schildgeneratoren an. Sobald die Schilde deaktiviert sind, können wir die Kommandobrücke angreifen. X-Wing und A-Wing-Gruppen, haltet uns diese Jäger. Erwartet eine Befehle, Wedge. Ich werde ganz von der Seite kommen, direkt. Also du? Ach ja. Kümmert euch um die Geschütze. Nähere mich den Geschütztürmen. Kommando, hier ist die Fregatte. Wir werden angegriffen. Sie haben es auf die Fregatte abgesehen. Wir müssen neu die Fregatte unter allen Umständen beschützen. Boah. Du hast viel Schaden gekriegt. Ist egal. Ich bin ein guter Pilot. Reparieren. Ich habe meinen zerstört. Ich nehme den unteren. Ich hab nichts. Ich hab einen Tire-Marsch. Hilfe! Ja, du musst bremsen und dann scharf in die hohe Kurve gehen. Nee. Schick deinen auf die Ties. Übernehme die Ties. Das nächste Mal, wenn ich so wenig Leben habe, fliege ich einfach in das Ding rein. Bei der Schlacht im Ende funktioniert es sogar, dass es glitscht. Scheiße! Boah, das hat mich jetzt hart erwischt. Und übrigens, dein Druide hat gekreischt. Ja, da war ich in dem Moment aber auch schon tot. Ich hab noch Proton-Torpedos! Wie wechsel ich die Waffen? Verdammt! Alter, man kriegt echt viel Schaden rein. Oh nee, oder? Doch. Ich glaube, vielleicht solltest du dich erstmal um Mia kümmern und ähnliches. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Was denn? Wir dürfen ja jetzt, glaube ich, nochmal wählen, welche. Nee, wir müssen dafür in die Missionsauswahl zurück, stimmt. Achso, ja, ich habe es schon gedrückt. Ja, ansonsten hätten wir jetzt machen können, dass du den B-Wing nimmst, weil das ist ein Bomber. Nee, ich mag es lieber mit X-Wing, die zu zerstören. Das habe ich eben eigentlich auch relativ gut hinbekommen. Nur der untere, der hält halt so irrsinnig viel aus. Da kümmere ich mich um unten. Da sind weniger Geschütze, die auf mich ballern. Doch, kurz bevor. Also, wir sollten vielleicht auch ein paar von den Ionenkanonen ausschalten.
schicke da einfach direkt alle Torpedos rein, die ich habe. Boah, jetzt von hinten. Wir können nämlich das verzögern, dass das Ding zerstört, wenn wir die großen Schützer ausschalten, weißt du? Ich mach das jetzt auch mal. Guck mal, die halten eh nicht viel aus. Jawohl! Jetzt kommt dann nämlich weniger Feuer. Ich übernehme nochmal ein paar Teils, die hier das Ding angreifen. Oh! Scheiß Antenne! Alter, sind da viele Jäger. Sorry, aber eine Sache müssen wir auch wegmachen. Der Autoausgleich. Na gut, dann mach. Oder war das? Autorollen? Autoausgleich ist, dass er sich immer horizontal ausrichtet. Also, dass er immer wieder nach geradeaus will. Ja. Gut, weil das stört. Oh, viel besser. Ich muss jetzt irgendwie auf die andere Seite finden. Ich habe uns ein bisschen mehr Zeit verschafft, dadurch, dass ich die großen Kanonen ausgeschaltet habe. Ja, ich versuche gerade den unteren Platz zu machen. Ja, ich komme dir gerade zu Hilfe, weil ein paar Teils sind im Anflug auf dich. Die erledige ich jetzt gerade mal. Fick dich! Ich krieg den nicht kaputt. Hält einfach extrem viel aus. Ich muss den zweiten oberen erstmal noch machen. Komm, ich muss ab. Oh. Du musst echt aufpassen. Wie oft bist du schon kaputt gegangen? Zweimal. Nicht einmal, scheiße. Wir haben. Dafür bin ich aber auch beide Male in das Ding reingekracht und das macht auch Schaden. Ja, aber trotzdem, wir müssen auf unser Leben aufpassen. Oh ja. Ich hab den gleich. Ich helfe dir gleich beim unteren. Nein. Du solltest ein anderes Schiff nehmen. Ich glaube, der B-Wing ist ungeeignet dafür. Im Rebellenkommando wird man nicht glücklich sein. Ich glaube, ich bleibe auch hinten. Kümmerst du dich um die Thais? Ja. Die das Ding angreifen. Na, okay, das können wir jetzt versuchen. Später mit den freigeschalteten Bonusschiffen ist es so einfach, diese Mission. Da geht die in wirklich in Sekunden. Ja, das zerbersten die Dinger. Selbst der untere. Und der untere ist einfach nur abartig viel, weil ich habe jetzt dreimal so viele Schiffe. Ich habe drei Magazine an Photon-Torpedos geballert. Kann ich den jetzt nicht nehmen? Gibt's den anderen? Ich glaube, der andere wäre dann der Buchfighter gewesen. Ne? Richtig. Welch ein A-Wing? Nein, du kannst nur den B-Wing nehmen. Nein, ich kann auch den nehmen. Neben seinen vier Kanonen. Du kannst X und B-Wing. Warte mal, das ist noch einer. Ach nee, das ist der Ding. Das ist meiner. Leistungsoptimierung. Kannst du mit dem umgehen? Das wird schon gehen. Diese Mission ist echt Bastard. Die danach ist auch nicht mal besser. Ja, besser als die. Eigentlich ist die cool, die Mission. Aber in der Schlacht um Ende ist. Zeitlupe! Ich war das denn? Ich wollte nach rechts spielen und du nach links. Knall mal bitte die großen Geschütze erst ab von dem. Die sind leicht mit dem X-Wing zu zerstören. Da brauchst du nicht mal die Torpedos für. Was soll ich denn gerade? Ich wusste, jetzt kommt ein Lachflash, dafür muss ich auf Pause drücken. Okay. Geht's wieder? Ja. Weiter? Okay. So. Jetzt habe ich auf deinen Bildschirm geguckt. Schön. Ja, deiner ist einfach nur so wunderschön, ne? Oh, direkt alle Torpedos rein. Ey, da hat der viel mehr. Wow, okay. Die oberen gehen damit schneller kaputt, auf jeden Fall. Die Geschütze! Mach die Geschütze, verdammt! Ich sehe ihn nicht! Ja. Ist nur lang! Okay, ich habe meine R2-Einheit verloren. Ist fast vor. Ich weiß. Wo ist die Fregatte?
Ja. Was? Hast du die Geschütze erledigt? Ja. Gut. Natürlich nicht auf die andere, auf der anderen Seite, weil ja, die nerven mich gerade ein bisschen, aber. Erwarte deine Befehle. Greif die Jäger an. Übernehme die Thais. Greif die Jäger an. Hallo, geh doch mal kaputt. Scheiß. Was bitte hast du getan? Nix. Okay, was zum Geier ist hier los? Okay, du kümmerst dich zuerst um die Geschütze. Ja. Und ich bleib einfach komplett bei dem Ding. Und diesmal fliege ich nicht nach rechts. Ich hab so kleinen Tanz hingelegt. Erwarte deine Befehle, Wade. Greif die Jäger an. Übernehme die Thais. Kümmert euch um die Geschütze. Nähere mich den Geschütztürmen. Kommando, hier ist die Fregatte. Wir werden angegriffen. Sie haben es auf die Fregatte abgesehen. Wir müssen die Fregatte unter allen Umständen. So, Geschütze sind weg. Auf der einen Seite halt. Vielleicht habe ich 12, habe ich so. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich krieg zu viel Schaden, ich muss abdrehen. Und du hast keine A2-Einheit. Das kann nicht wahr sein, diese fucking Thais. Ich knall jetzt ab. So. Erwarte deine Befehle. Das ist auch keine mehr. Das ist auch von Anfang an keiner. Trifft, 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 trifft. Jetzt trifft's. Jetzt wird weg vorher. Oh Mann! The fucking Thai. So. Geh nochmal kaputt, du scheiß Thai. Sieht es für die Fregatte gut aus. Nehmen wir uns den Sternenzerstörer vor. Ah, oh nein. Oh! Ich erklär's dir später, okay? Übernehme die Thais. Ja, egal, ich hab's nur mein Kumpel mal so gemacht, direkt den Sternzerstörer anzugreifen. Ja, aber es ist dumm. Du musst zuerst die Jäger ausschalten. Ich bin übrigens gleich tot. Ich schieße jetzt alle Protonen-Torpedos, die ich noch hab, ab, damit ich. Greif die Jäger. Übernehme ich bin im roten Bereich, ich muss mich abhauen. Wir werden angegriffen. Wir müssen die Fregatte beschützen. Meine Schilde müssen sich aufladen. Die Fregatte wird angegriffen, ne? Ja. Der B-Wing ist auch echt kacke. Wir müssen mehr Schiffe freischalten für diese Mission. Ja, das machst du, indem du die Mission spielst mit den vorgegebenen. Ja, ich weiß. Komm schon, Schilde, ladet euch auf. Nein! Nein! Fuck! Erstmal beide instant. Drei Leben noch. Oh, das ist mir eigentlich ein bisschen zu gefährlich, um diese Seite aus anzugreifen. Egal, ich muss trotzdem. Vier. Oh, das gibt's doch nicht! Das ist ja scheiße. Okay, machen wir es anders. Wie denn? Sobald die Mission sagt. Nehmen wir uns die Sternzerstörer vor. Ich gehe aber trotzdem am Anfang direkt auf die Geschütze, weil. Mann! Sonst haben wir kaum Zeit, weil die zerfetzen das Ding. Nur kann man nix. Erwarte deine Befehle, Wedge. Greif die Jäger. Übernehme die Thais. Greif die Jäger. Wir können auch die kleinen Kanonen vom Sternzerstörer ein bisschen zerstören, weil. Ich kriege auch mehr Freiraum. Wir müssen die Fregatte unter allen Umständen beschützen. Oh, sehr präzise zerstört gerade. Dinger. So. Ja, aber das Gefühl, dass die Kanonen vom X-Wing. Ja gut, der hat eine mehr. Das ergibt irgendwie Sinn, dass der mehr Schaden macht. Zerstörer vor. Einer weniger, nur noch zwei. Erwarte
Den ersten Schild, den habe ich direkt weggemacht. Übernehme die Thais. Greif die Jäger. Übernehme die Thais. Ich schieße auch mit drauf. Abdrehen muss, abdrehen muss, abdrehen. Wow! Diese fucking Ionenkanone von dem Ding, ne? Da haben sie mich davor abgeschossen. Ich erwische ihn so wahrscheinlich auch gleich. Flieg rein! Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Nur noch der untere. Jetzt wollen die gleich Ich gehe jetzt auf Jäger. Ich gehe jetzt auf Jäger, weil beim Sternzerstörer ist mir das gerade zu gefährlich geworden. Ich kann. Ich reparieren ist das Problem. Einen erwischt. Da ist einer an meinem Arsch. So. Schön. Oh, der ganze Staffel direkt vor mir. Scheiße. Okay, ich gehe jetzt auf den unteren Chip-Generator. Ich baller den direkt sämtlichen Proton-Geos rein. Ich hätte noch zwei zur Verfügung. Vier. Du bist aber auch noch gut im Schuss. Okay, danke, du hast mir gerade genau den am Arsch weggeschossen. Ah, tue ich doch gerne, Schatz. Ui, da bin ich ein Teil. Alter, hier will mich gerade ganz viel. Ich flieg jetzt in das Ding rein, ist mir egal! Nee, okay, funktioniert gar nicht. Prallt ab. Boah. Aus irgendeinem Grund hat er nur noch mal links gelenkt. Warst du in irgendeiner scheiß Begrenzung? Das hatte ich vorhin auch. Ich schieß jetzt einfach voll auf das Ding. Der bewegt sich ja. Der fliegt auf den Planeten zu. Weißt du, was ein Kumpel und ich mal geschafft haben? Wir haben es mal hingekriegt, sämtliche Geschütze von dem Sternzerstörer abzuschießen. Das hat dafür gesorgt, dass die Mission echt richtig lange gedauert hat. Also wir haben extrem viel Zeit gehabt dann. Und das Ding muss doch irgendwann mal kaputt gehen. Schießt ja schon die ganze Zeit drauf. Bin ich tot? Jetzt ich auch. Nur noch ein Leben. Scheiße. Halt. Das war mein letztes Leben. Verdammt. Alter. Okay, wir versuchen es noch einmal. Wenn es dann nicht schaffen, dann gucken wir, ob wir nicht irgendwo Upgrades herkriegen. Warum sind wir denn im Startbildschirm gelandet? Keine Ahnung. Wenn wir es jetzt immer noch nicht schaffen, dann müssen wir echt nach Upgrades gucken. Wollen wir wieder Schiffe tauschen? Kann man hier eigentlich. Ja, man kann hier hochspringen. Kannst du den jetzt auch nehmen? Das wäre natürlich cool. Ne? Scheiße. Hätten den Nabu nicht freischalten dürfen. Aber das wusste ich nicht, dass man den mit der Mission kriegt. Wir müssen danach echt mal irgendwie ins Internet gehen und uns Upgrades raussuchen, wo man die aufsammeln kann. Also irgendwie verbesserte Schilde oder verbesserte Blaster brauchen wir, weil sonst ist das echt. Gibt es nicht auch stärkere Proton-Torpedos? Ja. Ja, uns hilft eigentlich fast alles. So, ich nehme wieder die Geschütze. Kann so gut erwischen am Anfang, das ist halt das Geile. Erwarte deine Befehle, Wedge. Alter, hab ich Schaden gekriegt gerade. Übernehme die Thais. Kommando, hier ist die Fregatte. Wir werden angegriffen. Sie haben es auf die Fregatte abgesehen. Wir müssen die Fregatte unter allen Umständen beschützen. Oh, ja. Auf die Thais. Ich habe noch 4 Proton-Torpedos, die will ich irgendwie in den anderen Schildgenerator reinjagen. Scheiße, oh, da. Gut aus.
fliehen wir uns den Stern. Okay, sehr gut. Greif die Jäger an. Übernehme die Thais. Greif die Jäger an. Übernehme die Thais. Das kann nicht wahr sein. Muss mal zurückziehen hier, das geht echt nicht. Du bist auch schon fast tot. Das ist halt echt krass, wie viel Feuer man da abkriegt, ne? Ja. Du musst erst die oberen. Ist in der Meinung, es geht auch so. Hauptstaffel, hier spricht die Redemption. Wir werden angegriffen. Wir müssen die Fregatte. Okay, Fregatte. Greif die Jäger an. Übernehme die Thais. Greif die Jäger an. Übernehme die Thais. Problem am B-Wing ist, er ist sehr langsam. Ja, das ist echt ein Problem. Man kann auch kein anderes Schiff nehmen, das ist so kacke. So. Oh, da waren wir schon hinter dir her. Ja. Da bist du deinen Proton-Torpedo rausgewonnen vorher? Ja, ich hab alle auf. Scheiße. Ach, reparieren sehr gut. Ich greife inzwischen schon mal den Zerstörer an. Nein, auf Thais, auf Thais. Wir haben immer noch die Mission. Nein! Das kann nicht weitergehen so. Wir machen hier einen Aufnahme-Cut. Haben wir eh schon wieder eine Stunde aufgenommen. Ja. Wir müssen jetzt wirklich nachgucken, wo wir irgendwelche Upgrades einsammeln können, weil es geht so nicht weiter. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn wir es dann hoffentlich hinkriegen.